Hi Gude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 119 Größenwahn. Am nächsten Morgen meldete sich Wobble bei Harry ab, weil er einen Termin im Ministerium hatte. Es war dem Hauselfen anzusehen, dass er Angst hatte, doch Harry beschwichtigte ihn und sagte: Kingsley ist ein ganz netter. Tu dir selbst einen Gefallen und antworte auf seine Fragen ehrlich. Harry kniete sich vor Wobble nieder und fügte hinzu, weil er das als Meister machen musste: Meine Erlaubnis, ehrlich zu sein, hast du auf jeden Fall. Für seine Verabredung mit Kingsley wählte Wobble den Anzug, den Harry ihm zusammen mit den anderen Kleidungsstücken als Arbeitskleidung zur Verfügung stellte. Er hatte sich damals nicht zwischen den 5 von Hermine gezeichneten Entwürfen entscheiden können. Jede Kleidung hatte ihre Vor- und Nachteile. Während zum Arbeiten Stoffhose und Pullover bequem waren, hielt er für den heutigen Besuch den Anzug für angemessen. Denn immerhin würde Wobble in der Öffentlichkeit auch seinen Meister Harry Potter repräsentieren. Mit einem flauen Gefühl im Magen apparierte Wobble pünktlich vom Wohnzimmer direkt in Kingsleys Büro. Der große Mann erschrak, als der kleine Kerl vor ihm stand. Er schaute auf die Uhr und sagte lächelnd: Sie sind äußerst pünktlich, Mister, Nennen Sie mich einfach beim Namen, Sir. Ich heiße Wobble, erklärte der Hauself, während er verlegen mit seinen Fingern spielte. Von oben bis unten blickte Kingsley seinen Gast an, bis er sagte: Entschuldigen Sie, aber es ist äußerst selten, einen angekleideten Hauself zu sehen und dazu noch einen mit einem so eleganten Stil. Kingsley lächelte Wobble zu, deutete mit einer Hand auf eine Sitzecke und sagte: Nehmen Sie doch bitte Platz. Etwas Tee? Wobble fielen wegen der Nettigkeit des dunkelhäutigen Mannes fast die eh schon so großen Augen aus dem Kopf. Doch er setzte sich auf das gemütliche Sofa und ließ sich einen Tee einschenken. Der Hauself war sehr aufgeregt, was Kingsley nicht verborgen blieb. Sie sind nicht zu einem Verhör hier, sondern als mein Gast. Entspannen Sie sich bitte. Ich habe nur einige Fragen, weil ich momentan in einer Sackgasse stecke, sagte Kingsley mit beruhigender Stimme, und die schienen auch auf den Elfen zu wirken, denn Wobble entspannte sich sichtlich. Sie benötigen meine Hilfe, Sir? Fragte Wobble vorsichtig nach. Ja, die benötige ich. Es gibt viele Ungerechtigkeiten, die die Zauberer den Hauselfen antun, und daher bin ich dabei, das Gesetz für die Zusammenarbeit von Zauberern und Hexen mit Elfen gesetzlich zu regeln, erklärte Kingsley gewissenhaft. Haben Sie bereits einer anderen Familie gehört, bevor Sie in Harrys Dienste getreten sind? Wobble war begeistert, dass sein Gastgeber ihn so höflich siezte, ihm neben einem Platz auch noch Tee und Gebäck angeboten hatte und nun etwas Smalltalk führen wollte, so dass er ehrlich antwortete: Nein, Sir, Mr. Potter ist mein erster richtiger Meister. Darf ich fragen, wie alt Sie sind? Wollte Kingsley bitten. Ich bin 33 Jahre alt, Sir. Sofern meine Informationen stimmen, werden Hauselfen, die das 20. Lebensjahr vollendet haben, der Abteilung für die Neuzuteilung unterstellt. Haben Sie so lange darauf warten müssen, bis jemand Sie angefordert hat? Wobble blickte auf seine Hände und sagte beschämt: Ich war bei einigen Familien zur Probe, doch ich war nicht vermittelbar.
Niemand war zufrieden mit mir. Diese Aussage erstaunte Kingsley, denn wenn es etwas an diesem Hauselfen auszusetzen gäbe, hätte Harry sich sicherlich dazu geäußert, so dass er wissen wollte. Wieso war niemand mit ihnen zufrieden? Der Elf seufzte. Doch er hatte von seinem Meister die Erlaubnis bekommen, ehrlich antworten zu dürfen. Und so sagte er. Ich habe zu vorausschauend gearbeitet, Sir. Das hat den Meistern nicht gefallen. Kingsley stutzte, sodass Wobble ein Beispiel nennen wollte. Ich habe Aufgaben erledigt, bevor meine Herren es mir aufgetragen haben. Und dann, als sie mir die Anweisung gegeben haben, habe ich gesagt, dass ich dies schon erledigt hätte. Das hat ihnen nicht gefallen, Sir. Ich war ihnen zu selbstständig. Ich glaube, sie haben gedacht, ich würde sie veralbern. Wie empfinden Sie die Arbeit bei Harry? Mr. Potter trägt mir ja so gut wie keine Arbeiten auf. Einzig morgens bis zum Unterrichtsende bin ich für das Kind verantwortlich, aber mehr habe ich nicht zu tun, Sir, sagte Wobble traurig. Dann haben Sie viel Freizeit, stellte Kingsley fest und Wobble nickte zustimmend. Darf ich fragen, ob Sie noch immer in Harrys Diensten stehen? Warum fragen Sie das, Sir? Natürlich ist Mr. Potter mein Meister, antwortete der Elf. Kingsley lächelte amüsiert und erklärte. Sie tragen Kleidung. Ich kenne nur den Elf Dobby, der Kleidung trägt, weil er als freier Elf für Professor Dumbledore arbeitet. Wobble machte riesige Augen und wiederholte ungläubig das Wort freier Elf. Ja, er ist frei und verdient sein Geld, wie er es möchte. Warum tragen Sie Kleidung? Wobble erinnerte sich an den Moment, als sein Meister ihm die Entwürfe gezeigt hatte, denn er hatte damals befürchtet, dass er sich erneut einen Fehltritt erlaubt haben musste, weswegen man ihn loswerden wollte. Mr. Potter ist der Ansicht, dass mein Auftreten als sein Hauself repräsentativ sein würde und er daher nicht möchte, dass ich in Lumpen gehüllt bin. Er hat mir aus diesem Grund Arbeitskleidung gestellt, Sir, erwiderte Wobble. Gefällt Ihnen die Kleidung? Wollte Kingsley wissen. Einen Moment überlegte Wobble, ob dies in irgendeiner Hinsicht eine Fangfrage sein könnte. Doch sein Gastgeber war so nett, wie sein Meister es versichert hatte. Und daher antwortete er. Ja, Sir, es lässt sich besser arbeiten, wenn man nicht ständig mit seinem Leinenhemd irgendwo hängen bleibt oder darüber stolpert. Es ist angenehm zu tragen. Würden Sie denken, dass andere Hauselfen ebenfalls Gefallen an normaler Kleidung finden würden? Freudig stellten sich Wobbles Ohren auf, bevor er lächelnd erwiderte. Ich bin mir ganz sicher, Sir, dass jeder Elf Kleidung mögen würde, aber nur Arbeitskleidung, denn sonst... Sonst würde der Elf aus den Diensten entlassen werden, sollte man ihm eigene Kleidung schenken. Verständnisvoll nickte Kingsley, bevor er dem Elfen einen Teller mit Keksen unter die Nase hielt. Wobble griff zu und aß einen Keks mit Haselnüssen nach dem anderen, während er der tiefen Stimme seines Gastgebers lauschte, der sagte: Was würden Sie davon halten, Wobble, wenn jeder Hauself nicht nur eigene Kleidung tragen, sondern für seine Arbeit auch entlohnt werden würde? Sofort wollte Wobble widersprechen, denn das würde ja bedeuten, jeder Hauself wäre frei. Er holte tief Luft, doch anstatt mit einem Gegenargument aufzuwarten, verschluckte der Elf sich an einem Krümel. Dem hustenden Elfen half Kingsley mit einem Zauberspruch, der die Speiseröhre von Fremdkörpern befreite, sodass Wobble widersprechen konnte.
Aber, Sir, das wäre nicht gut. Dann hätte kein Elf mehr einen Meister, sondern nur einen Arbeitgeber. Die innige Bindung wäre nicht mehr da. Die familiäre Symbiose, auf der die Kultur der Hauselfen aufbaut, das geht nicht. Sie dürfen per Gesetz nicht alle Hauselfen zu freien Elfen machen. Wir sind da, um zu helfen. Sie sprechen von einer familiären Symbiose, doch das würde bedeuten, dass nicht nur der Mensch vom Elf profitiert, sondern auch umgekehrt. Momentan sind die Menschen die Nutznießer dieser Verbindung und die Elfen sind deren Sklaven. Erklärte Kingsley es dem Gast aus seiner Sicht. Aber es ist ja bestimmt nicht bei allen Elfen so, oder? Es soll doch ein Geben und Nehmen sein. Die Menschen geben uns ein Zuhause und im Gegenzug lassen wir sie an unserer Magie teilhaben. So sollte es sein, sagte Wobble ein wenig wütend. Denn er befürchtete, die Menschen würden Gesetze schaffen, die den Elfen zum Nachteil gereichen könnten. Ist es denn auch so, wie Sie es beschrieben haben, Wobble? Fragte Kingsley, der genau wusste, dass Wobble diese Frage nicht bejahen konnte. Und tatsächlich äußerte sich der Elf nicht dazu. Beruhigend, fügte Kingsley hinzu. Machen Sie sich keine Sorgen, das Imperium wird nichts tun, was dem Willen der Elfen nicht entsprechen würde. Das ist der Grund, warum Sie heute bei mir sind. Meine Familie hatte nie einen eigenen Hauself, aber von anderen Familien weiß ich, dass Elfen meist schlecht behandelt werden. Natürlich können Sie das nicht wissen, weil Harry Ihr erster Meister ist und der... Plötzlich erschien ein anderer Elf in Kingsleys Büro. Kingsley erhob sich und grüßte den anderen. Hallo Dobby, du bist etwas zu früh, aber nimm ruhig schon Platz. Guten Tag, Mr. Kingsley, Sir. Dobby hatte gedacht, er könnte schon etwas früher kommen, aber wenn Dobby stören sollte... Nein, setz dich ruhig, sagte Kingsley ruhig, so dass Dobby auf einem Sofa Platz nahm. Die beiden Elfen blickten sich neugierig an. Dobby hatte den anderen Elfen erkannt, denn das war der, der in der Küche gewesen war, um die verschwundenen Pergamentrollen zu suchen. Kingsley stellte die beiden einander vor. Wobble, das ist Dobby, ein freier Hauself, der in Hogwarts arbeitet. Dobby war vor Stolz die Brust angeschwollen, dass er eben ein freier Hauself genannt worden war. Dobby, das ist Wobble. Er ist der Elf von Harry. Mit großen Augen fragte Dobby nach. Harry? Harry Potter? Oh, Harry Potter ist ein so großzügiger Mensch. Wenn Dobby einen Meister haben wollte, dann nur ihn. Ganz gewiss. Während Kingsley das Gespräch bei beiden Elfen gleichzeitig führte, was dafür sorgte, dass die beiden sich wegen der verschiedenen Meinungen über freie Elfen ein wenig in die Haare bekamen, saß in einem anderen Büro des Ministeriums Rosalind über der Akte Malfoy. Der Termin war nun auf den 12. Januar festgelegt, aber schon jetzt machte sie sich Sorgen. Sie hoffte, dass Malfoy vorher tot umfallen würde, denn sollte er den Termin wahrnehmen, dann müsste sie ihm gegen ihren Willen die Daumen drücken, weil ihr Familienleben bis zum Ende der Verhandlung am seidenen Faden hängen würde. Sollte das Ergebnis der Verhandlung nicht seinen Wünschen entsprechen, würde er einige Menschen von ihren gesellschaftlichen hohen Posten stoßen und, so schätzte sie ihn ein, noch ein wenig auf ihn herumtreten. In wieder einer anderen Ecke des Ministeriums nahm eine ältere Mitarbeiterin eine Akte zur Hand, auf welcher ebenfalls der Name Malfoy zu lesen war. Sie blätterte die letzte Korrespondenz durch
las einige Abschnitte und begann dann, ihrer magischen Feder zu diktieren. Sehr geehrte Mrs. Malfoy, als Bestätigung zu unserem letzten Schreiben vom September diesen Jahres übersenden wir Ihnen die Besitzurkunde Ihrer Grundstücke und der darauf befindlichen Gebäude. Die Berechtigung, unten aufgelistete Anwesen betreten zu dürfen, ist ab dem 21. November diesen Jahres gegeben. Bitte sehen Sie aufgrund der ministeriumseigenen Schutzzauber davon ab, die Immobilien vorzeitig aufzusuchen. Bei Zuwiderhandlung haftet das Ministerium nicht für möglicherweise auftretende Schäden. Das beiliegende Bestätigungsformular für den Erhalt der Unterlagen senden Sie bitte umgehend ausgefüllt an uns zurück. Mit freundlichen Grüßen, Svetlana Benem, Sachbearbeiterin. Die Mappe mit den Unterlagen wurde zusammen mit dem Schreiben in einen Umschlag gesteckt, bevor er zur Postabteilung des Ministeriums gesandt wurde, wo man ihn per Eule verschicken würde. Soweit zur heutigen Ausgabe unserer Hörbuchreihe zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns bitte einen Daumen nach oben da und sehr gerne natürlich auch einen Kommentar, denn die Feedback-Challenge ist immer noch on. Wenn ihr mögt, natürlich auch gerne ein Abo. Ciao, bis zum nächsten Mal.